dass ein Spieler mit der Qualität von Lucas Barrios nicht wahnsinnig glücklich ist und durchaus sich mit einem Wechsel beschäftigt, gedanklich, wenn er eben nicht spielt im Moment, kann ich absolut nachvollziehen. Ich habe aber auch immer gesagt, dass wir absolut dass von unserer Seite keine Bestrebung gibt, ihm da irgendwie ihn abzugeben. Und dementsprechend bin ich mit der Entscheidung, so wie sie gefallen ist, von Lukas übrigens, total glücklich. Und dass wir dann Mohamed Zidane abgeben, war ja auch klar. Weil ich glaube, das ist auch ein Gebot der Fairness, dann einfach zu sagen, so eine gewisse Perspektive braucht jeder Spieler und die wäre so nicht gegeben gewesen. Macht einfach mal euch zu 2-3 Wochen gar keine Gedanken um Mario Götze. Der Junge wird euch noch so oft begeistern mit Fußball, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, aber jetzt mal eine Zeit lang nicht. Und das ist für seinen Körper gut und für eure Einschätzung dessen, was da immer mal wieder dann so um ihn herum passiert, auch. Wir haben uns auf diese lange Vertragslaufzeit geeinigt, und zwar sehr gerne geeinigt, weil wir einfach Lust darauf haben, die Probleme, die in den nächsten 4,5 Jahren kommen, gemeinsam zu lösen. Und dementsprechend ist unsere Aufgabe jetzt einfach dafür zu sorgen, dass wir in der Zukunft regelmäßig im internationalen Geschäft dabei sind. Muss man klar sagen, das ist selbstbewusst, was aus Nürnberg kommt. Dieter Hecking sagt ganz klar, also gut, Dortmund ist nicht so schlecht drauf, aber wir sind auch nicht der HSV.